Im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen dürfen wir Sie zum Heimattag 2012 recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Inge Erika Roth und gemeinsam mit Toni Ernst Pildner werden wir Sie heuer durch den hier jährlich stattfindenden Trachtenumzug begleiten. Mit dem traditionellen Trachtenumzug am Pfingstsonntag hier in Inkelsbühl schlagen die Siebenbürger Sachsen jedes Jahr immer wieder aufs Neue die Brücke von ihrer neuen Heimat, ob in Deutschland, in Österreich, in den USA und in Kanada, hin zu ihrer alten Heimat Siebenbürgen und fühlen sich im Herzen mit ihr und den dort lebenden Menschen verbunden. Diese Verbundenheit unterstreichen sie jedes Jahr bei ihrem Heimattreffen, indem sie zur Feier des Tages ihre Festtrachten anlegen und damit ihre Zugehörigkeit zur grenzenüberschreitenden Volksgemeinschaft der Siebenbürger Sachsen bekunden. Trachten gehören untrennbar zu einer bestimmten Landschaft, in eine abgegrenzte Region und im engeren Sinne sogar zu einer bestimmten Dorfgemeinschaft. Sie machen deutlich, wo die Menschen herkommen, wo sie hingehören und mit wem sie zusammengehören. Mehrere Generationen, Großeltern, Eltern und Kinder, jung und alt, reisen alljährlich hierher nach Inkelsbühl, um im Trachtenumzug mitzulaufen und ihre Zugehörigkeit zu ihrem einzelnen Heimatort oder zu den jeweiligen Gruppen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in ihren neuen Heimatorten zu bekennen. Wie die Jahre zuvor wird auch der diesjährige Trachtenumzug von der Bundesjugendleitung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, kurz SJD genannt, angeführt. An deren Spitze wird die selbstentworfene Standarte getragen, deren Rückseite das Europabanner ziert. Die Bundesjugendleitung bildet den Vorstand der SJD, der Jugendorganisation des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. 1986 gegründet, gehört die SJD dem Dachverband der DGOS in der Kieler Knabenkapelle unter der Leitung von Herbert Materna, die jährlich am Heimattag den Trachtenumzug begleitet. Thank you.
Kreisgruppe Ingolstadt unter der stellvertretenden Vorsitzenden Gerda Knall. Die Gruppe wurde 1974 gegründet und steht heute unter dem Vorsitz von Willi Schenker. Als nächstes sehen wir die Trachtenabordnung der Kreisgruppe Rosenheim unter der Leitung von Wolfgang Klaus. 1988 wurde sie gegründet, mit einem regen Austausch mit bayerischen Gruppen und nimmt an Trachtenumzügen und Gemeindefesten sowie bei Veranstaltungen der Kreisgruppe und den Bürgerinnen teil. Wir grüßen die Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen-Lohhof e.V. Sie wurde 1970 gegründet und wird von Bernd Ries geführt. In der Nachbarschaft ist eine Kindersicherheitsgruppe integriert. Gezeigt werden Fakten aus der Hermannstädter Gegend und aus dem Unterwald. Mit Leiterin Renate Kloß sowie die Volkstanzgruppe unter der Leitung von Waltraud Erling. Wir begrüßen die 1974 gegründete Kreisgruppe Traunreuth unter ihrem Vorsitzenden Norbert Klein. Grete Lina Zultner gründete 1979 den Chor, der heute ebenso wie die 2011 gegründete Singgruppe unter der Leitung von Jürgen Fülling steht. Die ebenfalls 1979 gegründete und 2010 wieder ins Leben gerufene Tanzgruppe wird von Martin Edel geleitet. Sie umfasst 27 Mitglieder und sie tragen fast ausschließlich Irena Platz. Es folgt die Kreisgruppe Bad Tölz von Schaffhausen-Irrenfried. Sie steht unter der Leitung von Uschi Mainz und setzt sich aus drei Kulturgruppen zusammen. Der Chor und die Theatergruppe wurden 1979 gegründet. Die Erwachsenenkreisgruppe wurde 1980 und die Kinderschüler- und Jugendkreisgruppe 1981 gegründet. Der Handarbeiterkreis ist auch ein fester Bestandteil der kulturellen Eigenarbeit der Kreisgruppe. Zum ersten Mal dabei ist die 1950 gegründete Originalfigur der Blaskapelle München. Sie zählen zurzeit 25 Mitglieder und sie zeigen uns Trachten aus Röhrlingen, Neusmarkt, Großau, Rosenau, Hetzeldorf und Deutschkreuz. Eine Besonderheit war 2011 der Auftritt im Deutschen Bundestag. Ein herzliches Willkommen geht an die Kreisgruppe Donau-Ries, die heuer das erste Mal an unserem Trachtenumzug teilnimmt. Ihre Gründung geht 1991 aus der Kreisgruppe Dinkelsbühl hervor und sie steht heute unter der Leitung von Thomas Hee. Wir begrüßen die Kreisgruppe unserer gastgebenden Stadt Dinkelsbühl unter der Leitung von Sophia Schuster. Die Kreisgruppe Dinkelsbühl-Feuchtwangen ist eines der entscheidenden Mitglieder unseres Verbandes für Stadt Dinkelsbühl und einer der wichtigsten Stützpfeiler für die Organisation der Heimattage. Zu ihrer ersten Teilnahme an unserem Heimattag wurde der Kreisgruppe Neuburg an der Donau herzlich willkommen heißen. Die Kreisgruppe wurde 1991 gegründet und steht unter der Leitung von Werner Boschner. 2010 wurde die Kreisgruppe von Sophia Ungar geleitet. Jedenfalls zum ersten Mal dabei ist die Kreisgruppe Dinkelsbühl mit ihrer Vorsitzenden
und Gott gibt Spaß und einigen ihrer Kulturgruppen. Mit dabei sind neben den Mitgliedern der Kreisgruppe die Kinder-, Schüler- und Jugendtanzgruppen unter der Leitung von Vivian Kellinger und Rosemarie Schwarz sowie die Tanzgruppe Augsburg mit ihrem Leiter Helmut Schwarz. Letztere ist heute in kleinerer Zahl vertreten, da sie den Abzeichenverkauf mit unterstützt. Vielen Dank dafür. Die 1982 gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Sie steht unter der Leitung von Ilse Welter. Ihre Trautrachten basieren auf einem schwarzen, mit bunter Stickerei verzierten Samtkleidchen und gestickten Bändern. Aus dem Retzlerland kommt auch die Heimatortgemeinschaft Stein. Sie steht unter der Leitung von Werner Kellner und wurde 1988 gegründet. In Stein hat die Tracht mit der Jahrhundertwende eine große Wandlung erfahren. Alles wurde verfeinert und dem städtischen Geschmack angepasst. Ebenfalls in Retzlerland befindet sich die HOG Deutsch Teges, deren Vorsitzender Gerhard Barko ist. Ihre Mitglieder zeigen uns Fest- und Kirchentrachten unterschiedlichster Art. Die Frauen trugen zu jeder Jahreszeit den schmalen schwarzen Kirchenmantel. Die Mädchen im Sommer ein an den Händen gesticktes Mantel. Eine Besonderheit von Deutsch Teges ist das kurze, breite gestickte Band, das die jüngeren Frauen vorne auf der Brust tragen. Den Abschluss der Rexer Umgebung bildet die HOG Hamrun. Eine eifrige junge Trachtengruppe hat sich in den letzten Jahren in Gerhard Hallas gebildet und sie zeigt uns hauptsächlich die junge sächsische Tracht. Die Braut trägt zum Zeichen ihres Standes die doppelte Anzahl an Tüchern und Bändern, der Bräutigam trägt zwei Gepäckstaffeln. Weiter geht es im alten Land mit der Heimatortsgemeinschaft Großau, die 1998 gegründet wurde. Unter der Leitung von Irmgard Wedrow und Maria Schenker zeigt sie uns in gewohnter Vielfalt und Ordnung ihre sächsischen und landwirtschaftlichen Trachten. Zu den Besonderheiten der sächsischen Großauer Mädchentracht zählt die besondere Anordnung der Bordenbänder, die sie nur zu Hochzeiten getragen wird. Unter den sächsischen Trachtenträgerinnen finden wir Mädchen mit Borten und Frauen mit weißem Kopftuch im sogenannten Knappdörf. Im östlichen Habachtal, Haber-Hochland bei Hermannstadt, liegt die Gemeinde Neudorf, deren Trachtengruppe unter der Leitung von Johanna Hügen steht. Die Gruppe wurde 2007 gegründet und hat seither an keinem Heimattag gefehlt. Sie zeigen uns auch in diesem Jahr eine breit gefächerte Auswahl an Kopfbedeckungen und Überbekleidungen. Wir begrüßen die Trachtengruppe der Nachbarschaft Stolzenburg auf dem Alten Land. Sie wurde 1982 gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Unsere Reise durchs Alte Land geht weiter und wir kommen nun zur Heimatortsgemeinschaft Palmisch. Sie wurde 1988 gegründet und steht unter der Leitung von Georg Moth. Sie zeigen uns ihre Festtracht und den besonders farbenfrohen und aufwendigen Handarbeiten. Der Kirchendorfer Musikverbände unter den vierten Leitungen von Matthias Huber verlassen wir die Hermannstädter Gegend. 1979 gegründet und 1992 in Deutschland wieder ins Leben gerufen, verhob die Glaskapelle wieder auf Folge in den In- und Ausland. Die letzte Gruppe der Mediascher Umgebung stellt sich.
sie am Brandmauerumzug am Heirattag in Inkelsbühl teil. Wir kommen nun ins Zwischenfunkgebiet und hier zur Heimatgemeinschaft sein. Der Ehrenvorsitzende Manfred Schüller trägt den kostbaren Kirchenpelz mit der Seidener Fahne die Gruppe. Weiter geht es mit der Heimatortsgemeinschaft Schönau e.V. Als lokale Organisation gibt es die e.V. Schönau seit 1980, als das erste Schönauer Treffen in Liebhaben der Höhe organisiert wurde. Seit 2006 ist Hans Gärtner der Vorsitzende. Den Abschluss des Zwischenvogelgebietes bildet die Heimatortsgemeinschaft Ulbisch e.V. unter der Leitung von Margita Schuster. Die Frauen tragen teilweise das schwarze Tracht mit dem Kirchenmann. Auch hier wurde von den Mädchen und Frauen die blau-grün-sächsische Tracht getragen, allerdings nur bis zum Jungen Frauentag, den Tag nach der Hochzeit. Danach kam der weiße Rock zum schwarzen Sackkleid, der sogenannte Schildkinde zum Einsatz. Aus der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen begrüßen wir unter dem Namen Paraden die Bürgertrachtengruppe Wolfsburg. Sie besteht seit 2005 und wird von Gerhard Schund geleitet. Die Mehrheit ihrer Mitglieder stammt aus Ost-Rhein-Mediasch. Das Bundesland Hessen wird von der Trachtengruppe der Kreisgruppe Kassel-Nordhessen vertreten. Die Kreisgruppe wurde 1950 ins Leben gerufen und steht heute unter der Leitung von Michael Feuerkau. Zum Stolz der Kreisgruppe gehört der Zimmerkanzgruppe unter einigen Gründen, die Jugendkanzgruppe auf der Mainzer Ostkreide und die Schmiede-Zentrum. Ihre Mitglieder zeigen die Frauen in den Strachten von der Mitglieder nach Stadtmeter Spanien. Die Heimatortsgemeinschaft Mergeln führt uns ins Habachtal und den Kuschenker Raum. Wir sehen die Bundesjugendleitung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, kurz SJD genannt. 1986 gegründet, gehört die SJD dem Dachverband der deutschen Jugend in Europa, EGOV, an und setzt sich aus jungen Menschen zusammen, die aus Siebenbürgen stammen oder sich Siebenbürgen verbunden fühlen. Bundesweit zählen 72 aktive Jugend- und Volkstagsgruppen sowie über 600 eingetragene Mitglieder der SJD. Ihr Ziel es ist, betreut mit dem Motto, zeitgemäß sein, ohne mit der Tradition zu brechen, das kulturelle Erbe der Siebenbürger Sachsen und die Siebenbürger Gemeinschaft lebendig zu erhalten. Thank you.
1979 und steht heute unter dem Vorsitz von Simon Samuel Schenker. Die 1997 gegründete Trachtengruppe der Heimatortsgemeinschaft Michelsberg steht unter der Leitung von Toni Ernst Bielner und führt uns in die heimatliche Gegend, ins sogenannte Alte Land. Ein besonderer Reiz der Frauentracht bildet die Bockelung, die durch den brötchenförmigen Aufbau über die Michelsberger Häuschen kennzeichnet ist.
wir uns voneinander, denn jeder hat sein eigenes Leben. Und das ist auch schön, dass jeder sein eigenes Leben hat. Wir sind nicht nostalgisch. Die Frage, die sich aber stellt, ist die, ob wir ein gemeinsames Leben weiter haben. Denn die Integration hier in Deutschland und in Siebenbürgen, die geht voran. Und darum nicht die Frage, ob wir weiterleben werden, sondern wie wir weiterleben werden und ob wir gemeinsam weiterleben werden. Volle Vorarbeit und Vorbereitung des diesjährigen Trachtenumzuges und für Ihre kompetente Unterstützung in den vergangenen Wochen für unsere heutige Moderation. Auf diesem Wege wünschen wir ihr und ihrem Mann Helmut alles Gute, viel Glück und Gottes Segen zur Geburt ihrer Tochter. Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest und einen angenehmen Aufenthalt hier in Regensburg. Wir wünschen Ihnen viele interessante Begegnungen und Gespräche. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ungenehmen Feiertag. Gruß aus Böhmen, Gesang Matthias Huber und Kurt Müller.